Guten Morgen. So, was habe ich zu tun? Ich muss ganz dringend eine Waschmaschine anmachen. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass ich sonst ab morgen keine frischen Unterhosen mehr im Schrank habe. Also, das muss dringend gemacht werden. Ich muss was frühstücken und ich muss zur Arbeit. Naja, ich werde es überleben. Okay, ich würde sagen, es beginnt mit Frühstück. So, jetzt will ich mal schnell die Wäsche machen, dass ich morgen was zum Anziehen habe. Selbst ist der Mann. Gut. Nützt alles nichts. Los geht's zur Arbeit. Eine neue Woche. Naja. Kriegt man auch rum. Spätdienst ist halt immer doof, weil ich Angie eigentlich nicht sehen kann. Aber naja. Müssen wir halt mehr telefonieren. Bis denn. Das hatte ich mir ja fast gedacht. Kein Parkplatz auf dem Gelände. Gut, dann fahre ich mal hier um den Block. Ich habe ja, Gott sei Dank, mein Longboard dabei. Und schönes Wetter ist auch. Wer sucht, der findet. Und heute bin ich echt froh, dass ich das Longboard dabei habe, weil es ist eine ganz schöne Ecke weg von der Arbeit heute. Ich weiß auch nicht, was da los ist. So voll habe ich es noch nie erlebt hier. Naja, alles im Limit. Ach ja, Leute, Feierabend ist doch immer wieder schön. Gut, jetzt fahre ich nach Hause und dann mal schauen, ob ich mir noch irgendwas gebe im Fernsehen oder ob ich noch zocke. Fürs Bett ist eigentlich noch ein bisschen zu früh. So, meine Lieben, zu Hause. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe im Grunde genommen auf der Couch gesessen und habe ein bisschen COD gespielt. Also nichts, wo man jetzt großartig zugucken muss, weil ich bin ja kein Gaming-Channel. Und um ehrlich zu sein, ich bin in dem Spiel grottenschlecht. Aber es macht mir Spaß, auch wenn ich immer verliere. Egal. Na gut, und jetzt mache ich mich langsam ins Bett. Es war die erste von 5 Spätschichten. Obwohl es immer und immer wieder kommt, muss ich immer erstmal so in den Rhythmus reinfinden. Naja, jetzt gehe ich auf jeden Fall schlafen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einem ganz, ganz frischen Vlog, was auch immer. Wir sehen uns. Bis denn.